Hallo zusammen, ich bin's Anna. Willkommen bei meinem neuen Video. Vielen Dank für jeden Abonnenten, der dazugekommen ist. Danke, ihr seid die Besten. Auch an alle, die meine Videos von Anfang an gucken. Danke, dass ihr da geblieben seid und meine Videos guckt. Ich freue mich über jeden, wie gesagt, jeden Like, jeden Aufruf, jeden Kommentar und jedes Abo. Noch besser wäre, wenn ihr die Glocke auch noch abonniert, dann verpasst ihr keine Videos. So, jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt willkommen zum neuen Video. Und zwar, es geht um 25 Dinge, die das Leben großartig machen, meiner Meinung nach. Also, die ich finde, welche mein Leben besser machen und auch großartig. Ja, genau, wir starten erstmal mit Punkt 1. Gutes Essen. Also, euer Lieblingsessen. Sei es Pizza, Burger, Pasta oder auch Steak oder keine Ahnung, oder auch vegetarische Sachen. Sowas wie Pfannkuchen. Ja, keine Ahnung, also so richtig gutes Essen, euer Lieblingsessen könnt ihr da einsetzen. Mein Leben ist großartig, weil ich das Essen XY essen kann oder Süßigkeiten oder wie auch immer. Das alles zählt zum Faktor Essen, natürlich auch euer Lieblingsgetränk. Ja, mein Lieblingsgetränk ist eigentlich Wasser und von Nicht-Wasser-Sachen eher Cola Zero. Das trinke ich auch ganz gerne, also ich bin halt gewöhnt, keine Softdrinks zu trinken, außer halt Zero-Produkte. Wegen Abnehmen und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt ist gute Freunde, also Freunde von euch. Zum Beispiel bei mir halt habe ich, glaube ich, drei sehr, sehr enge Freunde. Also eine davon meine beste Freundin, dann mein bester Kumpel. Dann noch, okay, das sind noch ein paar mehr, das ist schon okay. Ich zähle jetzt nicht die Leute auf. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Sarah und Dustin erstmal. Natürlich auch an Quinn gehen Grüße raus, sie ist auch da für mich, wenn irgendwas ist. Auch an Lisa gehen Grüße raus, an Yannick gehen Grüße raus, ja, an Kai, auf jeden Fall auch. Kai ist auch ein guter Kumpel von mir. Ja, und natürlich Familie, der dritte Punkt. Ja, Familie ist auch sehr, sehr wichtig im Leben. Und ja, gerade mein Vater, auch meine Mutter, als sie gelebt hat, sie sind einfach die Besten und ich werde nie was auf meinen Vater kommen lassen und auch nie was auf meine Mutter kommen lassen. Auch angeheiratet, beziehungsweise nicht angeheiratet, auch an Beziehungs, wie auch immer man das nennt, so eine Art Patchwork-Familie bilden wir. Auch der, was jetzt hinzugekommen ist durch die neue Partnerin Martina, ist natürlich auch, gehört zur Familie und will ich nicht missen. Finde ich gut, dass sie da sind und helfen mir sehr gut. Bei mir mein Leben, auch mit meiner Krankheit zu bestreiten. Das vierte, was ich richtig nice finde, sind Hobbys, sowas wie Sport treiben, Fitnessstudio, Tischtennis, Fußball, Schwimmen, Fahrradfahren und so weiter und so fort. Solche Hobbys. Ich gehe doch auf ein paar Hobbys ein hier in der Liste. Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig gut. Das ist der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist Singen. Ich liebe es zu singen. Ich mache jetzt auch Gesangsunterricht. Ich liebe auch meine Gesangslehrerin ist richtig mega nett. Ich freue mich schon, ich glaube, nächste Woche habe ich wieder eine Gesangsstunde. Klar, ist teuer, kostet 50 Euro pro Stunde. Kann ich mir auch nicht jede Woche leisten, nein. Auch nicht jeden Tag, natürlich nicht. Aber so zweimal im Monat ist okay. Ja, mal gucken, ob ich diesen Monat auch zweimal im Monat schaffe. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall mindestens einmal habe ich sie und dann kann ich ja mal besprechen, ob ich noch oft einmal reduzieren kann oder nicht. Ja, aber es ist was anderes. Ist ein anderes Thema. Singen ist auch sehr gut, auch ohne Gesangsunterricht. Singen ist auch super. Ja, das nächste, okay, ich habe Hobbys auch schon Sport. Sechs ist Sport, aber auch Sport gucken. Also nicht nur Sport treiben, auch Sport gucken. Kann einem sehr helfen, seine Probleme zu vergessen. Zum Beispiel, bestes Beispiel, ich bin ja Schalke-Fan. Ja. Wenn man die halt guckt, braucht man ein sehr dickes Fell, weil die halt sehr oft auch mal ab und zu verlieren und mal nicht so gut spielen. Sind die auch von der ersten Liga in der zweiten Liga letztes Jahr abgestiegen. Sind jetzt zwar gerade momentan relativ gut in der zweiten Liga, aber trotzdem nicht ernst Erster oder so. Das heißt, es wird noch sehr eng mit dem Aufstieg. Und darüber kann ich mich dann aufregen und meine eigenen Alltagsprobleme so ein bisschen vergessen. Ja. Das nächste ist halt natürlich Serien und Filme. Am Wochenende noch Harry Potter, den sechsten Teil, fast zu Ende geguckt, muss ich gleich noch zu Ende gucken. Ja, weil ich bin dabei halt eingeschlafen, weil ich einfach so müde war von vom Tag. Oder auch Serien wie Animes gucke ich mega gerne. Oder auch reale Serien wie sowas wie Haus des Geldes oder Fantasy-Serien gucke ich sehr gerne.
Ja, sowas ist, es macht mein Leben auch großartig. Und natürlich, last but not, also noch, wir sind noch ein bisschen, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, nicht mal last, sorry. Der nächste Punkt ist Punkt 8, und zwar YouTube. YouTube-Videos machen. So wie ich jetzt als Content Creator mittlerweile. Oder auch YouTube gucken. Das gucke ich auch jeden Tag irgendein YouTube-Video. Mindestens eins. Meistens sogar mehrere Stunden. Ja. Und Nummer 9, mein Job. Klar, mein Job ist auch manchmal sehr stressig und ja, ist halt natürlich auch eine Herausforderung mit der Erkrankung. Gerade auch ein bisschen Stress gehabt heute auf der Arbeit, aber darüber will ich nicht reden, ist okay. Ist nichts Schlimmes, ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie, ja, irgendwie, ich habe auch keine Konsequenzen wahrscheinlich deshalb, aber ist ja halt trotzdem blöd gelaufen. Und ja, meine Erkrankung ist scheiße, ich hasse sie, aber ich muss halt damit leben, das heißt, ich muss mich ja irgendwie arrangieren, weil was bleibt mir anderes übrig? Auf jeden Fall, der Job kann einen noch sehr erfüllen, das Leben großartig machen. Und es liefert einem natürlich meistens genug Geld, um zu leben. Ja, natürlich gibt es auch Menschen, die 2 oder 3 Jobs haben. Und ja, das tut mir natürlich leid für diese Menschen. Ich kann mit einem Job wunderbar leben. Es gibt Leute, die brauchen mehrere Jobs, um zu leben. Das tut mir sehr leid. Aber die erfüllt vielleicht auch ihre Arbeit, zumindest zum bisschen. Ja, 10 ist Social Media, aber das positive Social Media, nicht dieses Backbeaten, oh mein Gott, ich habe so und so viele Followers, oh mein Gott, ich habe so und so viele Likes und so weiter und so fort, das nicht, sondern eher so, dass man Menschen positiven Einfluss auf Menschen hat, so ein bisschen durch Social Media und wenn ich eine Person nur, eine einzige Person durch meine Videos bewege, sich Hilfe zu suchen oder an ihr Leben ein bisschen zu glauben und zu machen, dass das Leben vielleicht ein bisschen weniger blöd ist, dann habe ich gewonnen für meinen Kanal. Das ist meine Meinung dazu. Da eine Person, die ich halt davor abhalte, irgendwas zu tun, was sie später bereut. Oder sonst was. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche triggernden Sachen ein, weil dieses Video ein positives Video sein soll. Ja, auf jeden Fall Social Media. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich an Punkt 11... man kann selber eine Inspiration für Leute sein. Sei es, ich war damals auch ein Fußballvorbild für manche Leute. Wahrscheinlich, also was ich gehört habe. Grüße gehen raus an die Personen, die sich vielleicht angesprochen fühlen. Ja, oder halt auch hier auf YouTube oder auch im Job oder auch, oder. Man kann in so vielen Bereichen, weil als Freund, als Freundin, als gute Freundin, kann man auch als Vorbild fungieren. Hey, ich habe geschafft, das und das zu erreichen. Komm, du schaffst es auch, so nach dem Motto. Also man kann es auch mit Kleinigkeiten machen. Sei es nur ein guter Mensch zu sein, wenn man Vorbild für Menschlichkeit ist, das ist doch wunderbar. Also ja, es gibt verschiedene Sachen. Punkt 12, aber was es nicht so für mich betrifft, Konsolenspiele. Ich persönlich spiele nicht so oft, wenn Final Fantasy. 15 habe ich gespielt und auch noch 12 ist mein Lieblingsteil von Final Fantasy. Den spiele ich jetzt auch auf der PS4, aber ich komme halt fast nie zum Spielen. Ja, das ist auch richtig gut. Punkt 13 sind dann Kartenspiele. Sowas wie, ja, Mamau, Uno, das spiele ich auch sehr gerne. Das macht das Leben auch ein bisschen großartig. Punkt 14 ist Brettspiele. Mein Lieblingsspiel davon ist halt Monopoly. Mensch, ärgere dich nicht. Da hatte ich auch schon witzige Erfahrungen, witzige Sachen. Aber eine neue Folge von Lustige Geschichten kommt Freitag. Da nehme ich mir eine süße Geschichte von meinem Leben. Und die kann ich euch dann erzählen. Ja, Punkt 15 ist Wasserrutschen. Wie ich auf Wasserrutschen komme, zum Beispiel da, wo ich jetzt war am Wochenende, nennt sich Maximare. Die haben auch eine richtig geile Wildwasserrutsche, richtig toll. Und ich liebe diese Rutsche, seitdem ich ein Kind bin. Die wurde mal umgebaut und ist jetzt genauso toll wie damals, glaube ich. Ich glaube nicht, das hat sich nicht viel verändert. Vielleicht damals war sie sogar noch ein bisschen besser. Wasserrutschen sind toll. Also das macht das Leben auch großartig, finde ich. Und bei mir 16 halt Programmieren, ist halt mein Job, aber auch vielleicht ein bisschen auch schon mein Hobby, aber nur nicht so ganz. Ich mache das nicht so viel in meiner Freizeit, weil ich jetzt auch YouTube-Videos mache und auch Videos gucke und mich weiterbilde, auch was YouTube betrifft oder auch ein bisschen Programmieren auch. Ich gucke mir auch gerne Videos zu Programmiertutorials an. Falls ihr das wollt von mir, schreibt es mal in den Kommentare. Ich kläre das mit meinem Arbeitgeber ab, ob ich das bei irgendwelchen Programmiersprachen machen kann. Weil ich möchte was Neues lernen, also nichts von den Sprachen, die ich halt kenne. Aber ja, gut. Ja, Programmieren ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den, wenn Menschen das können, und viele Menschen können das mittlerweile, und es ist auch sehr recommended, also sehr empfehlenswert, das zu können, weil immer mehr Sachen
bauen darauf auf, so ein bisschen. Und wenn man das dann so ein bisschen versteht, versteht man auch den Amazon-Algorithmus zum Beispiel, oder Google-Algorithmus schon mal ein bisschen besser. Ja, natürlich nicht zu 100%, aber man könnte sich den Code, falls irgendwas Open Source ist, dann durchlesen, dann noch verstehen. Das ist sehr hilfreich, wenn man einen Fehler gefunden hat. Dann kann man auch sogar sagen, der Fehler ist an der und der Stelle, aber das ist jetzt nicht, muss man nicht machen beim Melden von irgendwas. Bei Open Source wird es aber gehen. Ja, programmieren. Sowas wie Graphic Design, das habe ich ja so eine Art, ich habe ja mal Computer Visualistik und Design studiert. Graphic Design, zum Beispiel Photoshop, InDesign, Illustrator, diese Programme kann ich selber auch. Oder auch sowas wie 3D-mäßiges wie Maya und so. Das ist auch echt tolle Programme, aber auch wenn man die halt kommerziell nutzen muss, kosten die schon. Maya kostet sehr viel. Adobe-Programme nicht so, aber trotzdem, das ist auch monatlich und Maya weiß ich nicht. Das hat, glaube ich, mehrere tausend Euro kostet, so eine Lizenz. Ungefähr, ich weiß nicht wie viel, es war auf jeden Fall ein hoher Betrag, als er das mal gesagt hat. Wir hatten eine Studentenlizenz damals. Ja, auf jeden Fall, das ist auch toll. Graphic Design kann das Leben großartig machen. Oder der Punkt geht auch zum Beispiel an Quinn, 18. Punkt 18 ist Zeichnen. Auch um ein iPad zeichnen und sowas ist auch super. Sie malten mir sogar zum Geburtstag ein schönes Bild, was ich hier an meiner Wand irgendwo. Die wird auch mal voll mit Bilder kommen. Oder eigentlich soll ich hier hinter so ein Diamant-Painting, was ich zum Geburtstag bekommen habe, auch hinkommen. Und daneben kann man das andere Geburtstagsgeschenk quasi kommen, was ich wahrscheinlich jetzt am 19. März bekommen werde dieses Jahr. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, welches Anime-Wallpaper die gute Quinn mir malen kann. Das finde ich echt super. Ich kann nicht gut zeichnen, also wird von mir keine Zeichenvideos geben. Außer ihr wollt unbedingt, dass ich zeichnen lerne. Schreibt es in den Kommentaren, vielleicht mache ich dann so einen Kurs irgendwann mal mit. Ja. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, und zwar Punkt 19, Baden. Das tue ich jetzt auch wieder. Ich bade sehr gerne und oft. Ich liebe es zu baden, das entspannt mich super und gibt mir Kraft. Und was mir am meisten Kraft gibt oder am meisten Entspannung ist Sauna, Punkt 20. Also Sauna ist echt, in der Sauna gehen, saunieren, ist so entspannt. Kann ich jedem empfehlen. Aufgüsse sind sehr anstrengend, also das ist nicht für jedermann. Aber saunieren, auch in der, da ist auch nur eine 70 Grad Sauna, ist auch schon entspannt. Ja. Punkt 21. Wie man halt auch in der Corona-Zeit öfter mal gemacht hat, spazieren gehen, weil vieles andere war ja irgendwie quasi geschlossen. Man konnte zum Beispiel auch nicht in die Sauna gehen, was halt auch mega schade ist. Da konnte man aber spazieren gehen. Und das hilft halt auch sehr, macht das Leben großartig. Auch wandern gehen, in der Natur, auch irgendwo im Wald oder sonst wo, in den Bergen. Es gibt so viele schöne Orte, wo man wandern kann. Das ist auch super. So, jetzt sind wir schon noch fast beim Ende. Nummer 22 ist das Meer. Ich bin liebend gerne am Meer und das entspannt mich mega sehr. Also richtig doll und auch das Meeresrauschen hören und so, das ist echt super, der Geruch da, diese sauerstoffhaltige Luft, das ist einfach nur super am Meer. Also ich liebe es am Meer und mein absolutes Traumwohnziel für irgendwann mal ist am Meer auf jeden Fall. Und ja, ich liebe das Meer und wenn ich das jeden Tag vor Haustür hätte, ich würde glaube ich die ganze Zeit nur draußen sein, beziehungsweise immer nämlich in der Nähe des Meeres halt aufhalten. Ich bin auch Fisch vom Sternzeichen, vielleicht deshalb. Keine Ahnung, also auf jeden Fall mehr. Das macht das Leben sehr lebenswert. Und auf jeden Fall, das Leben ist grundsätzlich lebenswert, aber es macht das auf jeden Fall großartig. Noch ein Ding, das von der Natur, was das Leben großartig macht, das ist der Punkt 23. Und zwar die Berge bzw. auch die Alpen. Die sind super. Also gerade auch im Sommer, auch im Winter mit Schnee. Da kann man auch Skifahren, auch noch eine Sportart, die cool ist. Oder auch Snowboard fahren. Ja, also die Alpen, das sind immer, oder auch die Bergseen da, die sind echt so schön, so klares Wasser, so toll. Ich habe da Bilder von gesehen, ich werde auf jeden Fall auch mal im Sommer hinfahren. Mit Freunden vielleicht, mal gucken. Ob diesen oder nächsten Sommer, I don't know, aber irgendwann werde ich da auf jeden Fall hinfahren. Ja, Punkt Nummer 24 ist Auto bzw. auch Motorrad fahren. Also ich persönlich fahre sehr gerne Auto, ich bin kein Motorradfahrer. Aber es gibt genug Leute, die Motorrad fahren können und die das lieben. Also ja, Motorradfahren kommt auf jeden Fall auch mit in die Liste, obwohl ich persönlich nur Auto fahre. Das macht das auch großartig, macht bestimmt mega Spaß. Aber ich bin ein Schisser, deshalb mache ich das nicht. Ja, Nummer 25 ist für mich Shoppen.
Online-Shoppen, shoppen gehen, bummeln, wie auch immer erstmal shoppen. Shoppen ist toll, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel da quasi Geld ausgibt, sich ein Limit setzen, aber shoppen ist toll. Immer wieder gerne gehe ich shoppen. Ja, das war's jetzt auch erstmal für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr einen kleinen Sprung heute bei der Aufnahme seht, mein Handy war, der Speicherplatz war voll. Ich musste ein paar Videos löschen. Ich habe noch keine Kamera, das kommt aber jetzt auch irgendwann. Nur diesen Monat nicht, weil diesen Monat muss ich ein bisschen auf mein Geld aufpassen. Vielleicht irgendwann zum Geburtstag oder danach. Aber meine Handykamera ist auch soweit ganz okay. Ich glaube, man sieht mich auch soweit okay, auch wenn ich mich mit Frontkamera filme, dass ich mit mir wenigstens rede, dass ich sehe, was da drauf ist. Natürlich könnte ich auch meine Backkamera filmen, aber ja, das wird auch irgendwann kommen, wenn ich mich ein bisschen sicherer dafür fühle. Es kommt es mir halt besser vor, dass ich natürlich mit irgendwas zu sprechen. Ihr seid super, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, ich motiviere jemanden, dass er endlich merkt, wie großartig das Leben ist, wie viele tolle Sachen man machen kann. Und diese Liste könnt ihr auch gerne nehmen, wenn es euch schlecht fühlt. Euch geht's nicht gut, kommt, fahrt doch mal in die Sauna, entspannt euch mal ein bisschen. Oder euch geht's nicht gut, wenn das Meer in der Nähe ist, fahrt zum Meer. Genießt das Meeresrauschen, wenn gutes Wetter ist oder noch man gerade baden darf. Badet gerne auch ein bisschen. Also wenn das halt warm genug ist, natürlich ist das Meer ein bisschen kalt, aber ja. So, das war's jetzt auch von mir. Vielen Dank, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.